So, willkommen zurück, nochmal live aus dem Community Day mit Feuerriegel. Und da gehen 9 10er Eier auf, die wollen wir schnell mal durchdrücken. Auf dem Weg zu, was ist denn los? Wie, die wollen mich verprügeln? Ich will es sehen. Ein Kackleon. Das ist so genial, mit 5000 Sternenstaub. Oh, mein Daumen ist halb gefroren, warte mal, ist wirklich stark, gut, interessiert mich. Gehen wir gleich zum nächsten. Jetzt verpasst man natürlich die ganzen shiny Feuerriegel. Und ein Lavita. Ist das jetzt das sehende 100er? 500. 4800 Stau, bester Satz, Verteidigung 15. Weiter geht's. Da sehe ich doch schon welche. Da sitzt eins links, da sitzt eins rechts. Kackleon, schon wieder. Sind ja mindestens, wenn man 10 Eier aufmacht, mindestens 3 Stück dabei. 7000 Sternenstaub, zweiter Satz. Das ist nichts. Porygon, aber da haben wir leider auch schon ein 100er. Vor allem kommt das die ganze Zeit aus den Siedlern. Jetzt kommst du wieder hier. 6, 5 Stau, bester Satz, KP 15. Na los, geht auf, beeilt euch, wir haben noch keine Zeit. Und ein Barschwa, irgendwie vergesse ich immer den Namen, immer genau von dem. 8000 Sternenstaub, bester Satz, KP wirklich hoch. Das nächste Ei, ja leider wird der Sternenstaub nicht von den, also heute der Bonus beeinflusst das ja nicht. Kackleon, schon wieder. Mit 9600 und 32 Bonbons. Kannst du mir dann aufnehmen, KP-Angriff wirklich hoch. Jetzt hätte ja auch mal ein 100er dabei sein können, dann würde sich das wenigstens lohnen. Denn den 100er nimmt man immer gerne mal mit, was denn, Shiny? Ja. Shiny! Und ein Tarnel, 8300 Staub mit bester Satz, Verteidigung 15. Oh, da sitzen noch 3 Stück rum, das gibt's nicht. Hör auf mit dem Ei, kann man das nicht überspringen einfach? Relaxo! Seltener Gast. Felsiger. 5600 Staub. Wirklich stark. Jetzt halt das Ding doch nicht immer zu da rein. Müssten, glaube ich, nur noch 2 Eier sein oder irgendwas. Hol dann raus. Nochmal ein Barschwa. 4800 Staub. Jetzt ist der Staub aber weniger. Keine Ahnung. Läuft doch aber noch 6 Minuten. Geht mir böse. Und 18.530 Erfahrungspunkte. Leider nicht so krass wie die letzte Folge. Und ja, das war's für dieses Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Euer Feuerriegel.